setze mich mal wieder hier, ne? Das Sofa hat gebebt. Bist du bereit? Mhm. Bist du bereit? Ist das von gestern das Wasser? So, das stand auf dem Tisch. Das war heute Morgen Frühstück. Guck mal, die Kamera ist doch ganz schräg. Warum sagst du das denn nicht? Hier, gib mal das Produkt des... des Monats. Warte mal, ich soll erstmal den Anfang machen. Hallo! Hallo! Heute gibt es ein Video, das sehr spontan gestern Abend entschieden wurde. Ja, entschieden wurde von dir? Ja. Und ich zwar wurde ist mir... nicht gefragt, ja. Mir ist nämlich eingefallen, wir könnten ja mal Fotos zeigen aus unserer Jugend, speziell aus unserer Studienzeit, weil da sind wir auch zusammengezogen, da gibt es also auch mehrere Fotos von uns. Und das Video wurde auch angefragt, und zwar in unserem Video, als wir über unser Studium erzählt hatten. Deshalb machen wir das für die Community, Justus. Aber nicht so viele Bilder von mir, eher so von dir. Du sollst ja im Zentrum davon stehen. Ich glaube, jeder von uns hat so alte Fotos, die er nicht unbedingt eigentlich zeigen möchte. Aber genau darum geht es heute jetzt. Also, es genau, geht die man nicht zeigen möchte, das hast du ja gut betont. Ne? Und dieses Buch hier ist nicht so dick. Also unsere jetzigen sind viel dicker. Aber trotzdem ist das ganz, naja, ganz... Wir haben ja damals noch mit anderen Kameras fotografiert. Gab es die ersten digitalen Kameras, wo es dann nicht so tolle Qualitäten gab? Die Anfänge von Handy und Social Media. Nee, Social Media gab es damals noch gar nicht. Das gab es damals noch gar nicht. Hätten wir den Wunsch gehabt, diese Fotos zu teilen, gäbe es das gar nicht, die Möglichkeit. Aber jetzt. Aber jetzt, im Nachhinein. Ja, okay, fangen wir an mit dem ersten Foto, das es in diesem Fotoalbum gibt. Ich blende dir das alles hier ein, schön groß, damit du es sehen kannst. Und zwar ist das ja ein typisches Pärchenfoto, oder? Ja, das geht ja noch, ne? Das ist süß. Aber das ist am Anfang. Ganz am Anfang, als wir uns kennengelernt hatten, da waren wir noch jung und knackig. Und da sind wir zusammengezogen. Das ist ja unsere erste gemeinsame Wohnung gewesen. Genau, das Bild darunter ist in unserer Wohnung. Wie man sieht, es hat einen orangenen Hintergrund. Den wollte Nancy unbedingt haben. Mit den Blümchen. Guckst du die Blümchen da oben noch an? Die mussten wir überall mit extra draufmalen. Ja, ich wollte halt einfach so ein schönes Zimmer. Ich hatte aber nicht so viele Ideen. Deshalb habe ich gesagt, ja komm, orange. Genau, ein orangenes Zimmer. Schwierig. Da waren ja auch überall Schmetterlinge, das sieht man jetzt gar nicht, weil das so, so ein kleiner Ausschnitt ist. Aber mal ganz abgesehen vom Hintergrund, Justus. Nancy. Justus. Nancy. Guck mal, wie süß, ne? Ja. Guck mal, wir sahen so jung und unschuldig aus, finde ich. Also ich finde, ich sehe da aus wie normal. Aber du siehst da völlig anders aus, finde ich. Justus. Wie sah ich denn damals aus? Ich weiß nicht. Ich erkenne mich zumindest wieder. Ja, mit deinen Kettchen und so. Ja, also das... Was hast du da eigentlich für eine Kette? Das war mein Ring. Du hast eine Zeit lang, habe ich meinen Ring als Kette getragen. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. War das innen oder so? Gut, jetzt kommt die nächste Seite. Jetzt haben wir da noch... Das finde ich gut. Nein. Die Seite nicht, aber die finde ich gut. Ja, da haben wir Quatschfotos gemacht. Das muss es immer geben, oder? Ja, genau. Guck mal, da sieht man ganz gut. Hatte ich da kurze Haare oder habe ich mir das nur so zusammen gemacht? Nee, du hattest kurze Haare. Das ist extrem kurze Haare, ja. Ja, das denken manche gar nicht von mir. Ich hatte schon alles durch. Ich hatte schon so ganz kurze Haare wie Justus und dann so Bob-mäßig hatte ich auch schon und lange Haare sowieso. Du hast doch diesen einen Bob gehabt, der so hinten kurz war und nach vorne lang war. Weißt ja, das sind doch diese normalen Bobs. Also hinten kurz und vorne dann immer länger, so. Und total ungeschminkt, ne? Das war auch ganz typisch für mich. Also ich habe mich wirklich bis zur Mitte des Studiums überhaupt nicht für Schminke interessiert. Das war für mich wirklich... total andere Welt. Tja, bei mir auch. Ich habe mich auch nicht für Schminke interessiert. Nein, das ist aber wahrscheinlich das ist immer noch so. Schon eher untypisch, weil andere interessieren sich ja schon in dem Alter auch für Schminke. Aber das ist süß, das können wir doch auch zeigen. Da gefällt mir meine Frisur nicht so richtig, aber. Du weißt aber, dass deine Frisur damals immer so aussah, ne? Er hatte immer so eine komische. Gewuschelte. Frisur, ja. Ja, aber er hat sich die auch einbetoniert. Also er hat dann immer sich sie so hochgewuschelt und dann hat er sich mit Haarspray, bestimmt eine halbe Liter Flasche Haarspray. Nein, nicht aber es ist halt so, wenn die Haare dann, die sind ja nicht wirklich verwuschelt, sondern die haben ja eine bestimmte Struktur und wenn die dann wieder gerade fallen, dann sehe ich aus wie Dovi deshalb. Ja, aber das sah auch komisch aus, das weißt du, hast ne? mich aber trotzdem deshalb, mit der Frisur hast du mich geheiratet. Guck mal, aber das ist süß, guck mal. Man sieht mal, wie sehr wir uns gern haben. Gehabt haben. Damals. Kann ich das hier zeigen? Nein, das zeigen wir nicht. Doch, das zeigen wir definitiv. Nein. Das ist ein richtig gutes Foto. Und das zeigt doch mal, da Nancy hat ja in so einem Schmuckgeschäft gearbeitet. Ja, ich möchte jetzt keine Werbung machen für ein Geschäft, wo ich ausgebeutet wurde mit 6,50 Euro die Stunde und kein Krankheitsgeld, kein Urlaubsgeld. Nein, also, das ist halt ein
Studentenjob. Ne? Der ist ja, aber ich habe da wirklich total gerne gearbeitet. Also ich fand die Arbeit an sich, so als Verkäuferin, fand ich total toll. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht, auch gerade so mit diesen Schmucksachen und so. Und du hast eine Frenchnail. Sie hat zwar sich nicht geschminkt, aber sie hat die ständig irgendwelche Frenchnails und irgendwie Gelnägel. Ja. Und was du hast abends immer, das muss ja mit so einem Sonnenlicht ich selber gemacht. Habe ich selber gemacht zu Hause. Also ich bin nicht ins Studio gegangen oder so. Aber damals war das halt so die Zeit, wo das total Trend war mit diesen French-Gelnägeln, die... Die dann auch noch bemalt waren. Und da hast du ja auch ziemlich lange gearbeitet, ne, in dem Geschäft. Ja, die gesamte Studienzeit habe ich da gearbeitet. Ich habe ja am Anfang noch ganz andere Sachen gemacht. Also ich habe ja auch gekellnert zum Beispiel. Und ich finde 6,50 Euro war ja damals schon viel. Weil beim Kellnern hatte ich zum Beispiel nur 5 Euro die Stunde verdient. Und dann hat man zwar noch Trinkgeld dazu bekommen, aber... Das ist zwei Jobs, stimmt. Ich hatte mehrere Jobs. Aber Trinkgeld, das war nicht so viel. Also in einer Studentenstadt kann man nicht so viel Trinkgeld erwarten. Das waren immer so 10, 20 Cent. Aber Justus ist immer so großzügig mit Trinkgeld. Ja, jetzt. Ja, ja, aber ich finde damals konnte ich auch nicht so viel kriegen. Nein, ich finde dich trotzdem sehr großzügig mit Trinkgeld. Also schreib mir mal, wie viel Trinkgeld du immer so gibst. Das würde mich mal interessieren. Mhm. Weil ich habe damals wirklich die Erfahrung gemacht, das sind immer nur so Centbeträge, also... maximal 50 Cent und eigentlich sagt man ja, also gibt es die Regel, obwohl es ja eigentlich keine Regel gibt, dass man mal so 10% von dem, was man eben gegessen oder getrunken hat, als Trinkgeld gibt. Ja, aber daran richte ich mich auch. Also wenn wir dann irgendwie essen gehen, 50 Euro, dass man dann nochmal 5 Euro Trinkgeld gibt. Ja, aber das ist nicht die Regel. Also finde ich. Aber es würde mich mal interessieren, ob du so sagst, immer, ich gebe immer so und so viel Trinkgeld oder ob du wirklich so ein Prozentzahlen das ausmachst. Es gibt ja auch Leute, die geben gar kein Trinkgeld. Die Erfahrung habe ich auch gemacht als Kellnerin. Guck mal, die Brille habe ich ja sogar auch noch zu Hause. Habe ich doch im Schrank noch. Aber die hat auch wirklich gut gepasst. Also ich finde, das passt noch zu mir. Ja. Ja, mittlerweile ist das nicht mehr so in. Ne? Mittlerweile sind ja diese großen Brillen eher trendy. Ach, guck mal, waren das nicht meine ersten Schminkanfänge? Nancy hat angefangen, Schminkvideos zu gucken. Aber ich glaube, das kann man nicht so zeigen. Warum kann man das nicht zeigen? Da bist du. Ja, das ist total. Das kann man hier. Guck mal, das kann man auch ruhig zeigen. Ach so. Da habe ich das nachgeschminkt, ja, in so einem total crazy Ton grün. Und dann musste ich das natürlich auch gleich abfotografieren und gucken, ob das auch gut aussieht. Sah nicht so gut aus. Also nicht so gut verblendet und so, aber. Es war wirklich so, damals habe ich mit YouTube gucken angefangen und das hat mich so mitgerissen, einfach, dass ich das wirklich zu Hause auch immer versucht habe nachzuschminken. Das können wir zeigen. Das kann. Also ausgerechnet das jetzt zu zeigen. Das auch? Nein, danke. Komm, das müssen wir jetzt wegmachen. Das kann niemand. Das müssen wir zeigen, Justus. Nein, nein. Komm. Das war nur witzig. Das ja, kann man nicht zeigen. Das werden wir nicht zeigen. Warum denn? Das ist rufschädigend. Und zwar ganz grob. Genau deswegen müssen wir das zeigen, Justus. Auch schon ein bisschen langweilig. Ja, das kann man nicht zeigen. Dann zeigen wir ja, das dann von zeigen dir. Wir nur das. Also meins kann man zeigen. Ich habe damit keine Probleme. Nein, das kann man nicht zeigen. Justus, das ist bitte. So langweilig. Ja, okay, wir zeigen nur das, aber nicht das. Okay. Das sind halt Spaßfotos. Wir wollten halt ein Battle machen, wer blöder gucken kann von uns beiden. Justus, ja, das ist doch und witzig. Nancy hat gewonnen. Also das ist unser Haustier gewesen. Also wir hatten einige Kaninchen. Ein Kaninchen, das ist das Schwarze auf dem Bild, das hieß Wölkchen. Es war total schräg. Das mochte die anderen Kaninchen auch, aber war viel lieber bei den Menschen. Bei und uns. Ist dann immer zu uns gehoppelt und wollte gestreichelt werden. Und dann hat sich so ein bisschen gehoppt und dann hat es immer so knackende Geräusche gemacht mit den Zähnen. Und wir dachten am Anfang, okay, ja, will die uns beißen oder so? Aber nee, aber er hat dann extra immer... sich so zum Streicheln hingestreckt und hat das richtig genossen. Und diese Kaubewegungen waren einfach Genussbewegungen, wie bei der Katze, die dann schnurrt. Ja. Das ist beim Kaninchen, das so dann Kaubewegungen macht, weil es so begeistert ist. Und das war echt ein schräges Kaninchen. Also wir haben ja schon viele Kaninchen, aber das Kaninchen war ganz besonders. War echt ganz besonders. Ja, sie wollte gestreichelt werden. Also normalerweise sind Kaninchen ja Fluchttiere, aber sie hat das richtig genossen. Sie wollte immer zu uns. Ja. Ganz komisch. Und hat dann sogar die Augen geschlossen beim Streicheln. Also normalerweise sind sie ja Bansch erfüllt, welcher Mensch, da guck ein großer Mensch und will mich fressen. Ah nein, die hat dann Augen geschlossen, hat es genossen und hat sich dann immer zu uns gekuschelt. Sie war nachher krank und ist dann extra immer zu uns gekommen. Das war echt, naja, schade. Schade, dass sie gestorben ist. Ne? Das ist jetzt... Ja. Guck mal, das müssen wir doch zeigen. Willst du das zeigen oder schämst du dich dafür? Das ist ja auch nur aus Spaß. Du bist so langweilig. Was soll denn das? Kein Foto von dir darf man hier zeigen, weil du dich für alles schämst. Ja, weil das
Das Buch war für uns beide. Das war für uns beide ganz privat gedacht und nicht jetzt hier zur Veröffentlichung von. Das gucken ja mindestens 100 Leute. Ja, guck mal, das, also eins davon kannst du aussuchen, welches wir zeigen, weil ich habe da eine Geschichte, die ich erzählen möchte. Ja, dann das hier. Okay, gut. Das Foto entstand, weil ich Justus so ein bisschen auf die Schippe nehmen wollte. Das ist so ein typisches, er hat sein Quarkbrot mit Kräutersalz drauf. Das war so das, was er immer gegessen hat. Er hat es geliebt und er hat es jeden Tag gegessen. Morgens, abends, mittags. Ja. Quarkbrot ist ja auch gesund. Und da wollte ich das einfach mal so festhalten, ja, für die Ewigkeit. Ja, vielen Dank für diese Ewigkeit. Und mittlerweile ja immer noch, ne? Quarkbrot mit Kräutersalz. Ja. Guck mal, das kann man doch zeigen, das ist doch süß. Guck mal, da hatte ich auch nochmal so eine Frisur, nochmal ganz anders. Ich hatte schon alle Frisuren durch. Jetzt auch mal so ja, schulterlang, aber sehr doll durchgestuft, sodass es hier eigentlich immer so diese Wellen gemacht hat. Ja, du wolltest unbedingt, das ist praktisch der Tag, wo du vom Friseur kamst. Stimmt, da habe ich immer Fotos unbedingt gemacht. Unbedingt zeigen. Schau mal, wie hübsch ich aussehe. Tolle Frisuren. Da musste Justus immer Fotos machen von meiner Frisur. Fand ich schon besser als den Bob. Hatte mich dann Gesicht eingerahmt. Ja, aber guck mal, wie ich mich da geschminkt. Da habe ich mich nämlich schon geschminkt. Ich habe aber nur die Augen betont, sogar mit Kajal, schwarz hier unten, aber die Augenbrauen nicht. Und das würde ich mittlerweile ja nicht mehr machen. Mittlerweile weiß ich, dass Augenbrauen betont total wichtig ist. Ich habe meine Augenbrauen da auch betont. Ich wusste, dass meine Augenbrauen wichtig sind. Ja, Justus hat ja so dichte Augenbrauen, die muss man gar nicht nachmalen. Die sehen so schon gut aus. Ah, guck mal, Felice. War eine ganz tolle Katze, ne? Ja, die hatten wir aus dem Tierheim. Das war auch so, da war ein Raum voller Katzen, ne? Keine Ahnung, wie viele Katzen waren da? 50, 60? Viele, ja. Total schräg. Und dann wollten wir uns eine Katze aussuchen und haben uns da hingehockt. Und dann kam da plötzlich diese schwarz-weiße Katze auf uns zu und wollte sich dann auf den streichen lassen. Genau, ich saß auf dem Boden im Schneidersitz und dann kam sie, hat sich gemütlich hier in meinen Schneidersitz reingekuschelt. Ja, und dann hat sie sich streicheln lassen und so. Die einzige Katze, die das gemacht hat, von allen, die da in diesem Raum waren. Mhm. Ja, und dann war die Entscheidung schnell ja, gefällt. Alltag, genau. Ja, weißt du noch, da war sogar noch eine andere, die wollte dann auch, die war dann neugierig, kam auch und dann hat Felice so einmal so gemacht mit der Pfote. Ja, genau. Ja, voll süß. Aber sie war schon alt, ne? Mhm. Als wir sie bekommen haben. Und dann haben wir auch diesen Kratzbaum gekauft und so. Und du hast sie auch total geliebt, Justus. Ja. Oh Gott. Ja, das sind Fotos vom Lernen fürs Staatsexamen. Das war die Zeit, in der wir wirklich tagtäglich 24 Stunden lang nur in diesem Büro gesessen haben und gelernt haben. Du hattest dein eigenes Büro bei uns. Gegenseitig haben wir uns schon genervt beim Lernen, weil ich ja komplett anders gelernt habe. Ich habe Kopfhörer aufgehabt und war so ein bisschen abgeschaltet. Das war nachher im Flur. Ich bin ausgezogen. Ja, weil du immer hier dein Wu angemacht hast. Kennst du das? Dieses, wie heißt denn das? Dieser elektrische Heizer? Ja, den hat er immer unten an seinen Füßen stehen. Den macht er immer an, damit er so schöne warme Füße kriegt. Ja. Und dann ist der ganze Raum voll von diesem Duft. Ja. Also ist ja nicht so, dass ich stinkende Füße habe. Nein, aber trotzdem, dann wird das ja der ganze Raum ja auch aufgeheizt. Und das war ja auch unangenehm. Ja, erzähl noch mehr. Ja, guck mal, wie viele Karteikarten, die muss man ja auch erstmal selber schreiben, ne? Wie viele Karteikarten da rumliegen, wie viele Bücher da rumliegen. Warum hast du dieses Foto überhaupt gemacht? Hast du das in meinem Rücken gemacht? Ja, um einfach zu zeigen, wie das denn so ist, wenn man studiert. Und hier, weißt du noch, hier oben, unser Ziel, 13 Punkte. Nee. Das haben wir extra so ein Schild, oder habe ich dir so ein Schild gemalt, was dein Ziel ist. Ach, guck mal, wie ich da gucke. Guck mal, wie ich da gucke, Justus. Total glücklich in der Examensvorbereitung. Da ist man der glücklichste Mensch auf der Welt, wirklich. Also hier dieses schräge Foto. Weil ich habe ja gelernt und auf meinem Schoß saß immer Felice. Genau, Felice war hat immer... Hat sich da gemütlich gemacht. Wahrscheinlich fand sie es auch schön warm, die Luft von unten. War auf meinem Schoß, ich habe oben gelernt und inzwischenzeitlich muss ich sie immer mal wieder streicheln und dann habe ich da weitergelernt. Und sie hat auch immer an deiner Socke gezuppelt, weißt du, weil du so mit deinen Füßen immer so gemacht hast. Ah ja, genau. An deiner Socke gezuppelt. Ja, und wenn du nicht da warst, kurze Pause gemacht hast, dann hat sie sich da auf deinen Schreibtisch gelegt. Und da schien auch die Sonne. Hat sich richtig gemütlich gemacht. Ja, und da sieht man ganz toll die gute Ernährung während der Examensvorbereitungszeit, nämlich Tütensuppen oder Tassensuppen, wie man das nennt. Zum Glück ist diese Zeit vorbei. Da muss man echt durch, da muss man sich zusammenreißen und durch. Und dann hat man es aber auch geschafft. Ach, guck mal, das ist so ein Vorher-Nachher-Foto. Genau. Vorher total lange Haare. Dann war ich beim Friseur, kam ich nach Hause und dann hatte ich so kurze Haare. Das willst du jetzt nicht mehr wagen. Wieso? Immer wieder sagst du, soll ich es jetzt abschneiden lassen? Und dann sage ich mir, ja, auch Spaß. Ach doch. Weil ich weiß, da passiert nichts mehr. Nö, also ich fand das damals,
auch jetzt nicht schlimm. Also es sind Haare. Bei mir wachsen Haare auch ziemlich schnell. Also in einem Jahr habe ich die Länge hier wieder drin. Aber ich finde es halt nicht mehr so schön. Also ich weiß nicht, so kurz, ich finde, das steht mir nicht so. Auch jetzt hier im Vergleich, finde ich, sieht das doch besser aus mit den langen Haaren. Weil da sehe ich irgendwie so pummeliger aus, findest du nicht? Guck mal, Justus und Feliz, ne? Immer ein Bild für die Götter. Also, da sieht man auch unser Sofa. Wir hatten echt ein schönes Sofa, aber nur, wenn wir die Decke drüber gezogen haben. Das hatte ja Justus schon erzählt. Wir hatten ja so ein ganz altes Sofa und dann haben wir aber da so eine Decke drüber gelegt, dann sah es schon besser aus. Und so war das dann. Dein Titel für diese Seite ist ja auch schon toll, ne? Make-up. Ja, ich meine, das sind deine richtig starken Versuche, dann noch mehr zu schminken. Noch mehr nach YouTube geschminkt. Mhm. Ich habe wirklich lange YouTube geguckt, bevor ich dann YouTube selber angefangen habe. Ne? Mhm. Das sieht man mal. Das war's. Das Buch ist durch. Ich bin mal ganz gespannt, wie du das Video findest, weil wir haben noch ganz, ganz viele andere Fotoalben. Vor allem die ganzen Hochzeitsfotos, die sind auch schön geworden. Ja, die kommen ja auch von... Ja, du hast dich ja gar nicht getraut, hier irgendwas zu zeigen. Du bist so langweilig. Ja, also ein bisschen... Das darf ja nicht rufschädigend sein. Das ist nicht rufschädigend, das ist lustig. Ja. Wir sind damit durch. Wir sind durch. Wir verabschieden uns und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.